Herzlich willkommen zu unserem Let's Play Staffelfinale Folge 10 mit Freinen und Scharanke, die Zocktrottel. Heute mache ich mir einfach mal einen fahren Lenz. Ich chill hier ein bisschen in meiner Bude, genieße den Tag, habe ein Lagerfeuer angeschürt, mache später noch ein wenig Würstel. Einfach mal hier entspannen. Das Video soll halt einfach mal mir alleine gewidmet sein. Laber nicht so viel! Was machst du jetzt so schon am Bild? Murisch wieder sagen, kannst du mir nicht einfach einmal in Ruhe lassen? Wir haben einen Auftrag! Ach, einen Auftrag? Diese Aufträge geben mir irgendwann sowas von auf die Eier. 9 Folgen lang haben wir Aufträge erledigt. Für was? Was hat's uns gebracht? Viele, viele Zuschauer! Zuschauer, die 19 kann ich an meinen 5 Füßen und Händen abzählen. Besser als einer weniger. Das stimmt, ja, das stimmt. Also, auf geht's! Ah, ich hab aber kein Bock mehr. Ich warte. Ja, er schaut mit den Füßen, das heißt, er wird ungeduldig. Lass ihn wenigstens noch strecken und dann geht's los. Ach Gott, immer also. Diese Anstrengung hier. Ja, ist in Ordnung. Was haben wir denn für einen wichtigen Auftrag heute, ha? Lese ihn dir durch, da steht er geschrieben. Da steht er geschrieben unter dem Totenkopf. Schlechtes Omen nenne ich das. Das kann nichts Gutes bedeuten. Warum ist hier ein Totenkopf? Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist ein super Auftrag. Ganz so gut ist das. Ganz so gut. Ganz so gut. Was steht da da? Xati Data. Was soll das wieder heißen? Mein Gott, kannst du nicht lesen. Ja, oder gehörst du zu den 6 Millionen Menschen in Deutschland, die weder lesen noch schreiben können? Ja, ich kann nicht schreiben. Ich kann nur schreinen, weil ich bin der Schreinen. Das erklärt natürlich einiges. Das stimmt, ja. Ja, also dann, ich folge dir, du kennst den Weg. Ich kenne den Weg, ich habe eine Landkarte. Holen wir unsere Pferde, ha? Ja, hol dein Pferd halt. Du, ich glaube, der Pferd ist ein Eingang beim Waschen, schau dir mal das an. Ein schwarzes Auge geworden. Mein Gott, was kannst du, wenn du schon tolle Aufträge erledigen willst, dann bitte professionell. So, schon besser. Ja, da ist ja der Gaulus. Ja, nur in die falsche Richtung. Also, aufsitzen. Ja, aufsitzen. Folge mir auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt. Schritt und Tritt. Folgt mal einfach uns allein. Das ist wieder gut. Ja. Ist vorbei. So. Warum reiten wir eigentlich mit 2 Pferden? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir 2 Pferde haben. Ja, wir könnten doch ein Pferd benutzen, oder? Ist doch wesentlich umweltfreundlicher. Ja, umweltfreundlich auf jeden Fall. Ich meine, was dein Pferd umeinander scheißt, wenn das mal sich bewegt, das ist der Umwelt, tut das nicht gut. Wird sehr viel Methan freigesetzt. Oh, definitiv, sehr viel Methan. Ja. Naja, aber ich meine, wir sind eh ziemlich sparsam. Wir haben 2 PS, haben einen Verbrauch von 0,1 Apfel pro 100 Kilometer. Das stimmt, ja, das muss man schon mal sagen. Wir haben die anderen immer protzen mit ihren 500 PS. Naja, der muss der. Das auf jeden Fall. So, lass mich ganz kurz überlegen. Der Kerl hat gesagt, Folge der Straße bis zum Ende. Dann rechts oder links. Hast du gesagt, bloß ist jetzt schon die Orientierung verloren. Kaum sind wir aus unserem Kaff draußen, weißt du schon wieder nicht, wo wir hin müssen. Er hat gesagt, Folge der aufgehenden Sonne. So. Aufgehende Sonne, siehst du deine Sonne? Ja. Was ist denn das? Was haben wir da oben? Ist ja der Jupiter. Der kann ja den Jupiter machen mit der Sonne, hä? Ah, da unten ist der Mond. Ja, da müssen wir nach rechts. Ja, dann. Da oben, ich sehe den Abendstern. Ja, dann sind wir auf jeden Fall. Ja, dann. Übrigens, die Pferde sind schön schön. Die schauen sich sehr ähnlich. Ja, die richtig zusammenpassen. Die schauen sich sehr ähnlich. Ja. Sehr ähnlich. Sag mal, hast du ein Pferd geklont? Nein. Achso, keine Ahnung. Wir kommen denn da drauf? Dachte nur. Ein bisschen zu ähnlich. Ja, das stimmt. Was hältst du eigentlich davon, wenn ich unsere Pferde heiraten dürfte? Dürfen, ja, das wär, also ich würde sagen, das wäre echt mal gerecht, dass wir einfach mal die gleichtierischen Gefährten auch heiraten lassen würden. Aber genauso wie es einfach bei uns ist, wir sind 2 Männer, dürfen wir nicht, ne? Das ist hier in unserem Land leider noch nicht gestattet. Ist das echt ist, schade. Das ist sehr konservativ. Die in Irland haben abgestimmt. Ah! Ja, wo kommt jetzt der schon her? Ja, Sakara, was ist denn da los? Also die Verkehrs.
Situation hier, die ist schon sehr schlimm, weil es wird sich in vielen Ländern beschwert, dass es zu viele Schilder gibt. Hier gibt es kein einziges. Keiner kennt irgendeine Verkehrsregelung. Ja. Dagegen protestiere ich mal, Protestmarsch. Apropos protestieren, Lega Irland, die haben ein Referendum abgehalten und haben darüber abgestimmt. Jetzt dürfen tatsächlich Juden und Lesben dort heiraten. Ja, das ist die Iren, die waren schon immer wegen Irre. Ja. Aber na, also das finde ich echt mal eine Sache. Da sollten wir uns bei uns auch mal einsetzen. Einfach mal protestieren. Absolut. Voll. Wenn wir genug Leute mobilisieren, wir sind schon mal zu viert, die Wölfe und dann. Also sechs. Können wir uns alle gegenseitig heiraten. Ja, der ist super. Also mal ganz unter uns, dein Wolf, auf den habe ich auch schon längst ein Auge geworfen. Ich hab's gewusst, jetzt dass du ihn immer auf mir hinter uns darfst. Wenn du da nichts dagegen hättest dann und das alles rechtlich möglich ist. Ja, also wenn du genug Kühe dafür bezahlst, ne? Also ja. 10 Kühe muss dir das schon wert sein. 10 ne? Kühe, naja. Ja, schon. Also wo ist unser Auftrag? Ja, ich will jetzt nicht beunruhigend wirken, aber irgendwie kommt mir das Ganze sehr dunkel und ja, sehr unbekannt vor. Ich hab's gewusst, dass du dich schon wieder verritten hast. Ja. Du bist ein typischer Verreiter. Verdammt, da ist ein Feind hinterher. Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, folg ihm, hau mal nieder. Schnappen. Ich hab ihn verloren, wo ist er hin? Da vorne. Ich markiere ihn dir. Das bringt mir nichts. Achso, ich markiere ihn trotzdem, weil es Spaß macht. Ja, mach's. Wir holen ihn gleich. Schnappen den Schlabuzel. Ja, wie wär's, wenn du einmal schneller wärst? Ja, geht nicht. Ja, wie geht nicht? Ja, mein Pferd ist einfach so langsam. Ach so, das ist schlecht. Der hat sich heute auch nicht auf viele Reiten vorbereitet. Der wollte genauso chillen mal wie ich eigentlich. Und jetzt, was haben wir hier? Das ist wieder Feind, Falls, Action. Scheiße! Alles das, was ich heute eigentlich nicht wollte. Der ist in der Stot! Ja, hast du schon versaut. Ja. War der ein Glück? Ja, Glück. Ja. Der hat uns eh getötet. Sau stark wäre er gewesen wahrscheinlich. Ja, Level 26. Ja, haben wir schon. Ja, egal. So, und jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Verlaufen, mal wieder. Aha, schau, der Tag ist auch schon wieder vorbei. Nacht wird's. Jetzt kommen die ganzen Banditen und Räuber. Und wir haben unseren Auftrag verloren. Ja, Totenkopf. Ich hab's doch gesagt, schlechtes Omen. Zu Hause bleiben in der warmen, kuscheligen Hütte vom Lagerfeuer. Würstelbraten. Und was haben wir jetzt? Mein Gott, ich schaue jetzt nochmal den Plan an und dann begeben wir uns zu unserem Auftraggeber. Das ist wichtig für ihn. Wir dürfen nicht versagen. Ja, ist in Ordnung. Nicht versagen, Bro. So, die technischen Probleme wurden überwunden. Ja, das ist bei uns was ganz Seltenes, dass es mal technische Probleme gibt. Absolut, kann ich nur zustimmen. Ja. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns den restlichen Tag einfach noch ausruhen hier auf den Bänken. Ich habe mal überreden können mit den Freien. Gesagt, ist gar kein Problem. Wir chillen hier einfach mal den restlichen 10 Minuten und lassen euch dabei zuschauen. Richtig. Verarscht. Natürlich wird jetzt als Action geboten. Ah, immer diese Action. Auf geht's. Ja, ich stehe ja schon. So, ein Glück, dass unser Auftraggeber gleich in der Nähe ist. Aha. Jetzt reden wir mal kurz mit ihm. Du weißt schon, dass es irgendein abnormales Wesen ist, das hier vor uns steht. Es ist unser Auftraggeber. Das geht uns nichts an, wo der herkommt. Diskretion. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Er hat gerade mal 3 Finger und 4 Zehen. Und in merkwürdigerweise sehr langen Schwanz. Könntest du aufhören, über Menschen oder andere Wesen zu urteilen, wenn man selber nicht weiß, was du bist? Ich bin ein Mensch, ein Magier. Bist du ein angesehener Kämpfer, ein Verfechter des Friedens. Ich glaube, du bist eher ein Dämonologe. Das außerdem, ein Dämonologe, sehr richtig. Ein Zusammenspiel aus Zauberei, Hexerei und Okkultismus. Das stimmt, das hast du gut erkannt. Ich bin gut, gell? Rate mal, was ich bin. Ja, du bist ganz gewiss ein Verzeiher. Vorzeigler. Das heißt Vorzeigler. Also, ich dachte, weil du mir so viel verzeihst, bist du der Verzeiher. Nein, ich bin ein Vorzeigler, weil ich immer vor meiner Zeit voraus bin. Ach so, na dann. Ja. Wie auch bei deiner Modekollektion, die du mal wieder trägst. Die ist sowas von sexy. Sehr weit voraus der Zeit. Ja. Aber oder hinterher, sexy. Das weiß man nicht. Das ist manchmal auch das Gleiche. So, jetzt zurück zu unserem Auftrag. Der Auftraggeber hat eine Ware verloren und diese Ware ist jetzt
man jetzt die Straße nach unten blickt, von mehreren Monstern überrannt worden. Da rechts sieht man. Aha. Da müssen wir jetzt rein, die ganzen Monster beseitigen und dann die Ware sicherstellen und zurückbringen. Ja, also das, die werden wir jetzt ordentlich in den Arsch versohlen, du. Ja, aber sowas von. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Gut, dann los geht's. Aber sowas von. Jetzt können wir unseren Zuschauern, während wir fighten, mal unsere Kampftechniken näher bringen. Ja, da gibt's bei mir ganz schön viele gute. Und zwar kommt das erste Mal der Eisblitz und hinterher der Feuerblitz. Bam, 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 bam. Ich waff mich in der Zeit. Ich bin stärker zu sein. Dann schaue ich mal ein bisschen. Studiere die Gegner. Meine Studie gibt, der haut einfach ein bisschen los mit seinem Flügel auf uns ein. Ja, weißt du, was da vergessen worden ist? Was? Der Hund. Na, immer das gleiche, ja. Sag ich halt manche. Ja, meine Seite auch. Gut. Also ich habe jetzt den Gegner studiert und werde jetzt selber angreifen. Ich werde jetzt eine bombastische Flächenattacke machen. Ich werde mit mehreren Pfeilen den Gegner erstmal attackieren. Ordentlich daneben geschossen, aber ordentlich, ha? Ja. Gut, macht aber nichts, weil ich habe noch eine Explosion-Attacke. Da wird ein Bolzen aufgeladen, der dann beim Aufprall des Gegners explodiert. Oh, raffiniert. Die nächste Attacke ist, ich markiere durch einen Pfeil das Monster, damit jeder sehen kann, wer angegriffen wird und wer angegriffen muss. Sehe dann jemand anders gerade den Wolf an. Macht dadurch meinen Giftpfeil. Der wird jetzt langsam gewiffelt, der Giftpfeil, der man nicht kann. Dann gibt es noch einen durchbohrenden Stoß. Der Pfeil durchbohrt sich regelrecht durch die Haut und durch das Gewebe des betroffenen Monsters. Dann gibt es noch das Entsaugen vom Blut, quasi ein Blutsauger. Pfeil trifft auf und ich sauge ihn dieses Blut raus aus der Runde. Moskitoschiss. Ähnlicher Moskitoschiss. Würde man nennen, ja. Und was noch? Die tollste Attacke ist es dieser Maschinenfeuer, wie man sieht. Boah, ich krass. Kann ganz viele Pfeile auf einmal abschießen. So, sag mal, ja. Mit viel Geduld komme ich mal da. Das ist schon ganz schön gut. Und da ich auch ein Schattenspieler bin, habe ich auch ein paar nahkampfige Angriffe, wie zum Beispiel den Todessprung oder den absoluten zack, 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 zack. Aber jetzt kommt erst einmal das Feuerhagelgewitter. Da bin ich mal gespannt, was du mit deinen Attacken, die meinen, treffen kannst. Erstmal brauche ich einen Gegner. Kumz her! Kumz! Schau, wie es verrecken! Schau, wie soll ich sterben! Na, schau, wirklich gut. Der Rest gibt's mit der Pest. Oh Mann, das ist ja, weil ich glaube, jetzt haben wir es dann, jetzt haben wir dann die Ware zurückerobert. Ja. Schauen wir mal schnell nach, wo sie ist. Ja, schauen wir nach. Nein, überhaupt so nicht, das sind alles so wertlose Kisten. Ja, vielleicht hat er die auf dem Markt, die wertlosen Kisten. Ach so, ja, vielleicht sind ihm die wertlosen Kisten ziemlich viel wert. Ja, dann nehmen wir mal einen mit. Ja, nimm sie mal mit, packen wir mal auf. Vielleicht schaffen wir es zu zweit. Ja. Auf drei. Moment, eins. 2, 3! Keine Chance, oder? Na, ziemlich schwer. Da, Hinterhalt! Hast du das Ding, wie sie aufgeschlichen hat? Der lumpert! Taucht da einfach auf und will ihn nicht hinfinden. Alles wegen diesen Holzkisten. Ja, also einen Versuch noch. Ja. 3, 2, 1, hoch! Ja, du hebst doch gar nicht. Also, du hebst doch nicht, ich mach wenigstens was. Ja, ich streng mich an, wie ja, Schmarrn. Also ein letzter Versuch noch. Hopp. Ja. 3, 2, 1, go! Naja, wird nichts. Ich hab's versucht. Okay, sagen wir es ihm. Ja. Ich hoffe, das versteht er. Mit Sicherheit. So, jetzt muss man uns schnell den Weg freikämpfen. Der wurde uns gesperrt auf diese Schatten. Ja, den haben wir also nieder, den Lumpen. Ja, der kommt nicht. So, gut, ich möchte zu meinem Netz haben. Ja, ich habe auch ziemlich Schiss vor dem eigentlich, weil der hat jetzt sein Netz gewirkt. Na, das war ja eher so ein Auftraggeber, der bei dem. Es gibt einen Auftrag, Kachel eben. Ja, schauen wir mal den an, schauen wir das Händische. Ja, Gott, die weit geöffneten Augen, wie so ein verrückter Irrer. Wenn ich ihm das sage, dann erwürgt er mich mit seinen 6 Fingern.
als was ich sag ihm, dass alles geklappt hat, ja. Okay, sag's ihm. Gut. Ja, also jetzt würde ich sagen, geh mal ganz schnell. Naja, ja, geh mal, bevor ja, er dich ja beißt, ohne Zähne. Auf mein Gaul kommt. Heute benutzen wir mal einen Gaul. Ja, genau, sparen wir ein wenig. Jo. Steig halt auf, du musst nur aufsteigen, echt. Nur aufsteigen, so einfach soll es sein. Endlich. Also reiten wir los. Ja, los, los. So, unser Auftrag ist hiermit erledigt. Nun begeben wir uns auf dem Weg zu einer Stadt, die von einem Tyrannen tyrannisiert wird. Ja, aber nicht über einen normalen Weg, sondern über den Luftweg. Ja, über den Luftweg. Ja, wie nennst du das sonst? Den Weg in den Himmel. Ist der, ja, der Himmelsweg oder was? Ja, der Himmelsweg. Der ist Name. Da gibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ergibt sehr wohl Sinn. Ja, ist recht. Also, auf in den Himmelsweg! Da muss man erst einmal in diese Kanonen rein. Ja. Und dann mit einem einzigen Knopfdruck wird die Kanone abgefeuert. Und zwar zählen wir den Countdown runter. Du, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich Angst vor Kanonen habe. Das sagst du mir jetzt. Ich habe die Kanonenmonophobie. Warum sagst du mir das jetzt? Ich wollte gerade den Countdown starten. Ja, start den Countdown. Ja, jetzt kann aber ich den Countdown nicht starten, wenn ich weiß, dass du Angst hast. Aber ich will, dass wir Händchen halten. Okay, Händchen halten ist in Ordnung. Aber bitte nicht so, dass es jetzt. Ja, genau, so sieht's keiner. Ja, so sieht's keiner. Also okay. Kann ich jetzt erzählen? Ja, jetzt bin ich bereit. Und lass übrigens niemals los. Nee, echt nicht. Ja, also 3, 2, 1, Feuer! Oh! Ah! Oh Gott! Ah, was zum Teufel? Ich konnte ihn nicht pfeifen. Unser Gleiter, schalt um auf Gleiter. Ich weiß nicht, wo der ist und außerdem, du hast meine Hand losgelassen. Oh nein! Jetzt treibst du den zu schon wieder. Was soll der Messenger? Wir müssen runter. Du fliegst da weg. Das war der Pferd, Alter. Er stirbt. Mein Pferd, du musst. Mein Gott, du bist zu weit. Ne, wie? Ihr könnt nicht einfach in die scheiß Stadt gehen. Ah, oh. Kehr um. Wir können nicht einfach in die Stadt fliegen. Ach so. Ja, wir müssen da auf den scheiß Punkt. Ja, auf den Punkt. Ja, komm auf den Punkt. Komm auf den Punkt. Such du mich erstmal wieder. Ich seh dich schon, ich seh dich. Der ist auf dem Berg, auf der Spitzen oder was? Ja, Mann, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin hinter dir. Du bist jetzt schon hinter mir. Was ist mein kleines Gaul? Ne, der ist, also, der Gaul ist verreckt. Vielleicht sehe ich seine Leiche. Nee. Komm mal, zeig mal. Also das passiert, wenn man sich ganz schlecht abspricht und solche Situationen und Vorhaben schlecht koordiniert. Das stimmt, ich sehe dich gar nicht mehr. Tja, das war's dann. Ah, da. Ja, schau, geht doch. Da ist ja der Lumpas. Was meinst du, wie hoch kann ich abspringen? Naja, das überlebst du schon. Ja. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen zu hier. Ah, da stehst du. Da bin ich. Schau, da komme ich schon. Nee. Feuerwerk! Juhu! So, gut, dann, wo ist die Stadt? Die Stadt, die ist. Genau, noch nicht, oder? Dort hinten. Warte mal, wo ist die Stadt? Apropos Stadt, so ganz nebenbei erwähnt, findet man uns mittlerweile auch auf Twitter und auf Facebook. Ja, wir sind nämlich up to date. Dort, wo die Kids von heute sich tummeln, dort tummeln wir uns auch. So wie es gehört in dieser heutigen Zeit. Pass auf, dass du jetzt so nah hinkommst, weil da unten ist das allsehende Auge des Tyrannens. Ja, und der würde uns tot sehen. Oh ja. Tot sehen wollen vor allem. Vor allem, er hat zwei Augen. Siehst du das? Vorne und hinten. Das ist grausam. An dieser Stelle ist es ein sehr schöner Moment zu sagen, dass wir auch treue Fans haben, die uns die komplette erste Staffel hindurch begleitet haben. Sonst möchten wir uns einfach mal namentlich nochmal erwähnen als Dankbarkeit. Ne? Wir sind viele Fans, leider haben wir nicht alle geschafft aufzuzählen, würde viel zu lang dauern. Deswegen haben wir uns für zwei entschieden, und zwar einen gewissen Marci89. Vielen, vielen Dank. Bleib uns treu. Schau uns in der zweiten Staffel auf jeden Fall weiterhin an. Und an Fire Diver. Ja, der Fire Diver. Mein Gott. Also echt,
Das sind einfach zwei zufällig ausgewählte Fans jetzt mal gewesen. Die anderen nicht traurig sein, ihr werdet auch noch erwähnt. Und zwar spätestens in Staffel 2. Genau, so ist es. Ja. In Staffel 2 werdet ihr auch dann sehen, wie wir die Stadt von Tyrannei und Sklaverei befreien. Wie wir das alles in der Auge für immer zerstören, indem wir einfach ihm eine aufs Auge hauen. Und außerdem wollen wir noch nicht so viel spoilern, aber ich habe Großes vor. Wie, du hast Großes vor? Ja, das ist jetzt eine Überraschung, aber ich habe einen Ring, den einen Ring, und der ist für eine ganz, ganz gewisse Person bestimmt. Echt? Ja, ja. Ich befehle gerade die Worte, weil ich habe auch was vor gehabt. Lieber Schranke, ich muss dir etwas sagen. Na, das ist jetzt nicht der Ernst. Doch, es ist soweit. Oh mein Gott.